Bei geringem Energiebedarf wird mit der überschüssigen Energie der Grundlastkraftwerke oder mit der elektrischen Energie von Windkraftanlagen Luft von den Kompressoren angesaugt und in unterirdische Salzkammern gepresst. Die Salzkammern befinden sich in 800 Metern Tiefe und haben ein Volumen von 300.000 Kubikmetern. Zur Bereitstellung von 72.000 Tonnen Pressluft mit einem Druck von 72 Bar benötigen die Kompressoren 8 Stunden lang eine Leistung von 60 Megawatt elektrischer Energie. Zu Spitzenlastzeiten werden die Pressluft und das Erdgas in die Brennkammer der Gasturbine geleitet. Durch das Pressluft-Erdgas-Gemisch wird eine Vereisung der Turbinenschaufeln vermieden. Die gespeicherte Energie der Pressluft reicht mit dem Erdgas aus, um eine elektrische Leistung von 290 Megawatt für 2 Stunden in das Netz einzuspeisen. Der Wirkungsgrad des Druckluftspeicherwerks beträgt 42%.